Herzlich willkommen zur letzten der QTV die Woche Ausgabe vor der Sommerpause. Ja, heute ist ein historischer Tag und ja, heute ist das WM-Finale. Zum WM-Finale gleich mehr, denn wir haben natürlich heute auch die Themen der Woche aus Sicht von der QTV. Heute zum letzten Mal in der bisherigen Form. Ende Juli geht es dann natürlich wieder weiter, dann in einer neuen Form, unter anderem in einem, ich nenne es Studio, aber dazu dann später mehr. Wir kommen zu den Themen der Woche. Es sind nicht viele, aber es sind natürlich einige. Und unter anderem wurde in dieser Woche das Konzept für die PKW-Maut vorgestellt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Seitdem jetzt natürlich die CSU gesagt hat, wir wollen eine PKW-Maut, heißt es nun natürlich, okay, entweder für alle oder für niemanden, weil die CSU ist ja sowieso anders gepolt als andere Parteien in Deutschland. Und die PKW-Maut sollte für Ausländer kommen, sprich für die aus unseren Nachbarländern wie Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, Dänemark und so weiter, halt die, die nicht in Deutschland leben. Und dort sollten die dann dementsprechend Maut bezahlen. Das ist aber dementsprechend böse gegenüber den Ausländern. Das sagt auch die EU-Kommission. Deswegen musste natürlich der derzeitige Verkehrsminister Alexander Dobrindt nun sagen, okay, dann für alle. Fest steht, sie wird kommen ab 2016. Dadurch sollen Einnahmen in Höhe von 625 Millionen Euro erwartet werden. Und das Schlimmste dabei ist, nicht so wie in Österreich, dass die auf Autobahnen gelten. Nein, die Maut gilt für alle deutschen Straßen, also sprich auch für die ganz kleine Pisslandstraße irgendwo im Wallemucken. Also das ist wirklich dementsprechend böse und die Niederlande und Österreich haben schon angekündigt, vor Gericht zu gehen, wenn die PKW-Maut doch durchkommen soll. Für Bundesstraßen und für Landstraßen, dementsprechend wollen aber auch die Länder und die Kommunen, sprich die Bundesländer und natürlich auch die Gemeinden in Deutschland, auch was von diesem Stück PKW-Mautkuchen haben, auch wenn man sagt, ja, wir waren eigentlich dagegen, aber naja, wenn man eine Regierung haben will, dann tut man alles, was der oberste Vorsitzende dann halt wohl sagt. Wie funktioniert das Ganze aber dann? Fest steht, jeder Autofahrer in Deutschland bekommt eine Vignette, aber der wird bei der Anmeldung des Autos per Post zugeschickt. Ja, die ausländischen Autofahrer können dann die Vignetten an Tankstellen oder online kaufen. Es wird Vignetten geben von 10 Tagen, wird 10 Euro kosten, von 2 Monaten, 20 Euro und von einem Jahr, das wird so bei 100 Euro liegen. In Deutschland wird das so ablaufen, dass die Kfz-Steuer gesenkt wird und dass dann dementsprechend halt auch wie soll ich sagen, das mit der Öko-Sache, also sprich, wie euer Auto eingestuft ist, sind ja auch seitdem diese Öko-Plaketten drauf, rot, gelb und grün. Rot natürlich für umweltgefährdet, gelb für geht so und grün ist sicher, frisst nicht so viel und tut sehr viel für die Umwelt. Und wie das Ganze dann natürlich aussehen wird, das werden wir natürlich dann auch noch sehen. Meine Frage wäre natürlich an euch, wie findet ihr das Ganze eigentlich? Ist das eigentlich gut, eine PKW-Maut, oder findet ihr es generell scheiße, diese PKW-Maut? Schreibt es mir ruhig gerne in die Kommentare, ich habe da nichts dagegen, aber eure Meinung interessiert mich aber ganz sehr. In dieser Woche ging es natürlich auch weiter mit dem Spionageskandal mit den USA. Also gute Freunde werden Deutschland und die USA wohl nicht mehr, denn aus den Konsequenzen eines zweiten Spionagefalls in Deutschland beim BND wurde der Repräsentant der US-Geheimdienste in Berlin ausgewiesen. Das sagte der Vorsitzende des Gremiums Klaus Benninger. Der sagte, die Ausweisung erfolge als Reaktion auf die lange nicht erfolgte Zusammenarbeit im Bemühen um Aufklärung. Dabei geht es natürlich dementsprechend immer noch um den NSA-Skandal von vor einem Jahr, den ja Edward Snowden, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, natürlich enthüllt hatte. Derweil ist auch bekannt geworden, dass Edward Snowden gerne seinen Asylaufenthalt in Russland verlängern will. Eigentlich hieß es, dass er ja dementsprechend Asyl in Brasilien haben wollte. Das wird wohl nicht passieren. Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sind dadurch aber auch sehr belastet. Kein Wunder, eigentlich hat ja auch die Bundeskanzlerin gesagt, ausspähen unter Freunden geht nicht. Schon vor über einer Woche wurde bekannt, dass ein anderer BND-Mitarbeiter für die USA, für irgendwelche US-Geheimdienste dort
gearbeitet hat und nun festgenommen wurde. Kommen wir zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diesmal geht es nicht um die Ukraine-Krise, auch wenn es dort schlimme Sachen passiert sind, über 100 tote Soldaten und natürlich auch Zurückeroberungen, geht es aber diesmal um was anderes von Wladimir Putin, denn er hat in dieser Woche, beziehungsweise am Ende dieser Woche, seine Lateinamerika-Reise gestartet. Zuerst war er in Kuba bei Präsident Raúl Castro und seinem Bruder Fidel Castro, der ja wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Öffentlichkeit ist. Und es wurde unter anderem ein Vertrag unterzeichnet, der die kubanische Regierung Schulden in Millionenhöhe erlassen wurde. Und diese Schulden betragen sind auch noch aus der Zeit der Sowjetunion, also als den Kalten Krieg gab und so weiter und so fort. Diese Schulden wurden erlassen. Von Havanna aus reiste dann der russische Präsident weiter nach Argentinien. Heute, am Sonntag, wird er in Brasilien in Rio de Janeiro erwartet. Er wird unter anderem auch, wie neben dem südafrikanischen Präsident Jacob Zuma und Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Argentinien sehen. Mal gucken, ob das was bringt, aber da werden wir natürlich nicht so viel sagen. Das habe ich noch kurzfristig von einem ZDF-Korrespondenten aus einer Sendung noch gehört. Und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, und zwar nämlich zum Thema Medien, Entertainment, News und so weiter. Denn das ZDF stellt seine Korrespondenten jetzt wieder neu auf. Wir hatten schon mal vor ein paar Monaten berichtet, dass natürlich unter anderem einige Korrespondenten wie Klaus Prömpers und auch Udo van Kampen in den Ruhestand gehen. Nun steht fest, wer sie ersetzen wird. Bei Udo van Kampen ist natürlich klar, Anne Genilek, die sonst aus Moskau berichtet, wechselt nach Brüssel. Für Klaus Prömpers in New York wird es Johannes Hano, der sonst für den asiatischen Raum, sprich Japan und China, zuständig war. Thomas Reichert, der sonst in Berlin Korrespondent war, wird dort Hanos Nachfolger. Und natürlich geht es auch um die Personalie Nahe Osten, sprich Israel, Palästina und so weiter. Denn dort ist im Moment noch Christian Sievers im Einsatz. Diese Woche sollte eigentlich der Wechsel stattfinden von Christian Sievers nach Mainz. Denn er wird neuer Hauptmoderator der 19 Uhr heute Sendung der Nachrichten des ZDFs und wird Matthias Vornhoff ersetzen, der natürlich eine neue Rolle spielen wird, denn er wird der Mann der Zahlen beim Politbarometer und natürlich auch, glaube ich, Chef irgendwie des Bereichs Politik und Zeitgeschehen, ungefähr so. Da ist jetzt auch ein Nachfolger gefunden, nämlich für den Platz von Christian Sievers, nämlich Nicola Albrecht wird das übernehmen, die sonst, glaube ich, auch in Mainz war. Der Wechsel von Sievers nach Mainz findet erst im September statt, so wie alle anderen Änderungen natürlich auch. Wer der Nachfolger von Anne Genilek in Moskau wird, ist auch ganz einfach Winand Wernicke. Den kennt man nicht. Er ist im Moment Leiter des Studios in Sachsen-Anhalt und wird dann auch dementsprechend dann im September nach Moskau wechseln, also noch weiter in den Osten rein. Wir werden uns darüber freuen. Bei der Sendung heute Plus habe ich auch noch mitbekommen, dass Matthias Vornhoff Ende Juli, also in knapp einer Woche, dann seine letzte Heute-Sendung hat, und das könnt ihr dann auch mitverfolgen auf heute.de beziehungsweise dann auch bei der Sendung Heute Plus auf ZDF Info, ist immer wieder eine Rede wert. Kommen wir zu Samsung, damit sind wir bei der Wirtschaft, der einzigsten Wirtschaftsmeldung in dieser Woche, hier bei die Woche. Und dort geht es nämlich darum, dass unter anderem bei Samsung ein großer Gewinneinbruch stattfand. Unter anderem wegen dem hohen Höhenflug des südkoreanischen Won, der Währung in Südkorea. Und natürlich weniger Nachfrage von Samsung-Smartphones und mehr der Nachfrage von Billiggeräten aus China, ist der Gewinn bei Samsung im zweiten Quartal eingebrochen. Entschuldigung, ich wollte rülpsen, aber ich wollte es verhindern. Der operative Gewinn ist im zweiten Quartal dieses Jahres von 24,5% auf 7,2 Billionen Won eingebrochen. Und dadurch sieht es natürlich auch nicht gut aus für den einstigen großen Pionier in Sachen Smartphones. Okay, Pionier kann man nicht sagen, sind wir Marktführer. Aber derweil muss ja auch Samsung immer wieder gegen Apple in verschiedenen Ländern gegen Patente kämpfen. Und da sieht es dann wohl auch nicht gut aus, wenn man dann Chancen hat. Kommen wir dann noch zu einer internen Sache. Wie ihr natürlich wisst, wird nach der Sommerpause einen großen Umbau der
der Videos geben, der Formate auf YouTube. Nach der Einstellung des Livestreams überraschend Anfang Juni gab es nun große Überlegungen, wie es mit Videos weitergehen wird. Ab morgen direkt wird der EchoTV ein neues Design verpasst bekommen. Es wird, wie ihr schon sehen könnt, in einem schönen hellen Blau sein, in einem schönen Blau, was ich schon für der EchoTV in den Anfangszeiten damals vor über 5 Jahren benutzt habe. Außerdem wird mehr auf News gesetzt. Es soll unter anderem, das muss ich heute auch noch machen, wird es ein Video geben, wie ich euch erkläre, wie ihr bei der EchoTV News schreiben könnt. Denn ihr könnt ab morgen, könnt ihr euch hier bei der EchoTV anmelden, beziehungsweise ihr müsst von mir die Bestätigung kriegen und könnt dann News schreiben. Ihr müsst natürlich erstens Folgendes dazu natürlich haben: Motivation, Ahnung von dem Bereich, den ihr machen wollt, und natürlich auch gut schreiben können. Also der Einzige, der hier Fehler machen darf, das bin ich. Ich bin ja auch der Chef dieses ganzen Hobbyprojekts. Ich würde mich auch riesig freuen, dass, wenn ihr das machen könnt, wenn ihr das machen wollt. Es gibt natürlich viele Bereiche, wie schon gesagt, Politik, Panorama, im Bereich Panorama muss ich noch einiges erklären, Entertainment, da drin Entertainment ist natürlich Musik, Fernsehen, Radio, Internet und so weiter, Technik und Games natürlich, Hardware, Software, Konsolen und so weiter und Sport und so weiter und so fort, halt der Bereich intern, den übernehme ich, und natürlich alle anderen Ressorts, die ich dann sonst eigentlich auch schreibe, also ihr kriegt dann dementsprechend einen Ressort, was ihr haben wollt. Aber kommen wir zurück zu der Meldung, die ihr geradeweg seht, denn dort gibt es unter anderem einen neuen Arbeitstitel mit dem Namen der EchoTV Special. Wenn sich welche erinnern können, es gab mal der EchoTV Live, vor kurzem noch, und dort gab es das Gameboy Special. Ich habe dort den Gameboy vorgestellt, anlässlich des 25. Geburtstages der Handheld-Konsole von Nintendo. Und ich habe mir gedacht, es lief so gut mit dem Special, dass ich mir gesagt habe, das sollte man öfters wiederholen. Daher, dass es der EchoTV Live nicht mehr gibt und den Livestream nicht mehr gibt. Und ich mir gesagt habe, der EchoTV Live würde ich, wenn schon, fortsetzen, wenn ich live senden dürfte. Kann ich und darf ich nicht. Deswegen wird es dann eine Sendung geben mit dem Namen der EchoTV Special. Wie oft dieses Special dann kommen wird, kann ich nicht sagen. Es kann sein einmal im Monat, es kann auch sein jeden zweiten Monat. So wie es dann läuft, und deswegen werden wir das natürlich dann sehen. Das Ganze soll dann schon, ich denke mal im August oder im September kommen, ich weiß es noch nicht genau, wie ich das sagen soll, aber die Woche, das Format, was ihr jetzt seht, ist ja heute die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, geht dann zu Ende, Ende Juli kommt dann fast alles wieder, was dann noch in Planung ist, das wird noch geplant, was dann noch in Arbeit gehen wird, wird noch in Arbeit gehen, aber Ende Juli wird schon mit Let's Play Pokémon dann ein Video, ein Format wiederkommen mit der Staffel Goldene Edition, wie ich es jetzt gerne mal nenne, also das wird was ganz Besonderes sein. Soviel zu den Themen der Woche. Wir kommen jetzt zum heutigen großen Tag, und zwar nämlich zur Fußball-Weltmeisterschaft, zum großen Finale. Mit dabei werden unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck sein, also die doppelte große Unterstützung der beiden Staatsmänner, einmal die Regierungschefin von Deutschland, einmal der erste Mann im Staate, werden heute Abend im Maracana sitzen. Der Bundespräsident ist aber auch schon seit gestern da und wird auch so lange mit der Nationalmannschaft bleiben. Und wenn wir den Titel holen sollten, da wollen wir noch nicht so viel sagen, dann wird es natürlich so sein, dass wohl wahrscheinlich der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin dann auch wohl mit der Nationalmannschaft zurückfliegen wird, mit dem Pokal oder ohne den Pokal. Das werden wir heute Abend um 21 Uhr dann auch sehen. Ich habe gestern für 12 Stunden eine Umfrage geschaltet, und zwar nämlich, ob ihr sagt, wird Deutschland Weltmeister oder nicht. Das Ergebnis lässt sich für sich sprechen, denn das Ergebnis sagt folgendermaßen: wir werden Weltmeister. Naja, wenn ihr das wirklich so seht, werden wir das natürlich sehen. Das ist das erste Finale seit 2002, was wir wieder bei einer WM austragen. Und wir sind das vierte Mal, glaube ich, hintereinander. 2002, 2006, 2010 und 2014. Das ist das vierte Mal hintereinander, dass wir unter den besten vier sind. Jetzt können wir Vize- oder wieder Vize-Weltmeister oder nach 24 Jahren wieder Weltmeister werden. Gestern gab es aber dann auch noch ein Spiel. Anstatt jetzt die Grafiken einzublenden, habe ich einfach mal den WM-Plan auf derchotv.wordpress.com mal hier rausgeholt. Und ihr seht deutlich, gestern hat Brasilien, sagen wir mal, nicht das machen können, was wir vor 8 Jahren machen konnten, nämlich den dritten Platz bei einer WM holen. Ein bisschen schade. Brasilien braucht einen Neuanfang, so wie wir es gestern gesehen haben, und Holland hat sich nun zufriedenstellend mit dem dritten Platz abgeliefert. Mit 3:0 hat man
in Brasilia gewonnen. Und das ist auch das Ende der Ära Van Gaal, denn Van Gaal wird ja Trainer bei Manchester United. Wer übernimmt, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber alles ist heute auf heute Abend gerichtet. Ihr wisst, der 9.7. stand jetzt einfach nur da wegen einer ganz anderen Sache. Aber was soll's? Wir hoffen natürlich das Beste für beide Mannschaften. Möge die bessere Mannschaft gewinnen und möge es besser werden. So, meine Freunde, das war die letzte Ausgabe von Dercho TV die Woche. Wir melden uns mit der ersten Ausgabe spätestens im August wieder, wenn nicht schon Ende Juli. Denn es gibt folgende Pläne. Es wird wieder moderiert. Also sprich, ihr seht mich wieder, nicht nur meinen Ton, also meine Stimme hört ihr, sondern ihr seht mich auch wieder. Sprich, ich muss mich auch wieder öfters schön machen, ich muss mich auch öfters wieder rasieren und so. Also sprich, was ein Gamer sonst nie tut. Naja, diese alten Lametten muss man ja auch nicht wieder rauskramen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ihr wird das dann dementsprechend in einem großen, ja, in einem, ich nenne es Anführungsstrichen Studio, sehen halt in der alten Form des Studios, wie es bei Dercho TV Live noch war. Und so wird auch Dercho TV Thema dann auch ausschauen. Dercho TV Thema wird ein bisschen neu ausgerichtet. Die Woche wird es weiterhin geben, aber auch unter einem neuen Namen oder vielleicht auch mit demselben Namen. Mal gucken. Und dass ich jetzt heute in dieser Ausgabe sehr oft dementsprechend gesagt habe, habe ich einfach nur damit zu verdanken, dass ich glaube ich wohl langsam mal Urlaub brauche. Deswegen, wir melden uns dann wieder bei Dercho TV mit den Videos in 2 Wochen wieder. Ende Juli mit Let's Play Pokémon Gold. Also ich wünsche euch schöne Ferien, falls ihr Ferien habt, wenn nicht, schönen Urlaub. Online geht's weiter, immer. Denkt dran, ab morgen könnt ihr auch News schreiben. Alles andere wird ab Mitternacht freigeschaltet. Egal, ob dann Deutschland noch spielt oder nicht. Drückt unserer Nationalmannschaft die Daumen. Und wie das dann nach dem Finalspiel der WM aussehen wird, schaut einfach mal rein nach dem Spiel und dann werden wir sehen, wie es dann abgehen wird. Bis dahin, tschüss und man sieht sich.